Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. Yo! So, in der letzten Folge waren wir hier ziemlich fleißig. Güterverkehr rollt. Sehr schön. Personenverkehr ist auch dabei, um sich aufzubauen. Hier Landwirtschaft. Was haben wir hier überhaupt? Obst, okay. Was gibt's hier? Brot am Meer. Was ist das? Wurstwaren. Aha. Cool. Ne, ich habe mir letztens noch überlegt gehabt. Irgendwie hier die Straßenverlauf der Autobahn etwas verändern. Schaut sich so langweilig aus. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Ich halte das Spiel einfach mal an. Die Brücke kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Okay, schaut erstmal ganz normal aus. Jetzt haben wir die Autobahn. Machen wir das jetzt so. Nein, nicht connecten. Machen wir die Kurve. Oh, schon mal schlecht aus. Okay, jetzt kann ich hier die Brücke wieder biegen. Hätte doch gewusst. Ich weiß, ab wann momentan läuft es in die falsche Richtung. Ich habe jetzt wieder Brücke im Weg. Natürlich baue ich die Autobahn mit Lärmschutzwand. Muss sein. So, hier lassen wir jetzt ein bisschen Luft dazwischen. Aus Gründen. Ne, Autobahn machen wir hier. Ein bisschen kurviger. Ich glaube, das wird ein bisschen zu kurvig. Ach so. Nee. Das muss ja kurvig sein. Jawohl. Eher so.
hier Service geplankert. Okay, und hier. Täuschung ist immer noch ein Knick drin. Wäre eine Knicke. Ach, schon besser. Jawohl, und jetzt machen wir hier nochmal die Straße rüber. Wo ist der hingegangen? Die ist da ja gegangen, genau. Schauen wir mal, ob das geht. Natürlich nicht. Wir wirklich da hin? Ah, gibt's noch nicht, oder? Warum will sie die Straße nicht verbinden? Jawohl! Haben wir die Straße hier aufgebunden? So, Autobahnüberführung. Sind wir hier stehen geblieben? Okay, das geht nicht. Zumach habe ich hier eine Kurve drin. Besser. So, hier haben wir auch Autobahnüberführung gehabt, aber es hat hier funktioniert. So, hier muss schon Verkehr weggehen von der Autobahn. Jetzt muss ich quasi so halt. So. Seite. So, genau. Auf der anderen Seite. Das Gegenteil. Gehen wir so her. Auf der Seite machen wir es so. Ja, okay. Wisst ihr, ich mag nicht so lange so steile Autobahnabfahrten. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen unrealistisch, weil da
fallen die Autos hier runter, die Fahrzeuge. Die sollen ja runterfahren und nicht runterfallen. So, hier kommt eine Autobahnabfahrt hin. Ich muss mal kurz mein Stromnetz wegmachen. Mach ein bisschen länger eine Autobahnabfahrt. So ungefähr. Das ist ja auch wieder so schnell. Sprungschanze. Wenn ein Auto zu schnell ankommt, dann fliegt sie rauf. So. Ja, das kann man so lassen. Tja. Sehr kreatives Spiel, da kann man ruhig mal Straßen bauen, die wo jetzt nicht unbedingt hundertprozentig gerade sind. So, jetzt kriegt die andere Seite wieder Strom. Wenn es funktioniert. Natürlich funktioniert es nicht, oder doch, funktioniert. Sehr schön. Strom ist auch wieder da. So, dann geht es oben weiter. Hier haben wir glaube ich auch noch eine Autobahn gehabt. Oder? Ja genau, hier war's. Hier angeschlossen. Jawohl. Kann das Spiel wieder weitergehen. Hier, das wird noch alles begrünt. Beziehungsweise. Ich werde hier einen Streifen machen. Wo direkt an der Autobahn ist. Geht es jetzt nicht. Jetzt wurde es bereits belegt. Bitte machen wir so. Hier machen wir so ein kleines Wohngebiet hin. Deckt eine Autobahn. Hm. Nee, machen wir anders. Die Straße müssen ein bisschen steiler machen vom Winkel her. Hier brauchen wir das Tool nicht, aber das ist da. So her. So. Jawohl, stehen die Häuser nicht ganz an der Autobahn. Fällt mir schon viel besser. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen Bürofläche. Hier die Gewerbegebiete. Die könnten wir eigentlich auch noch weiter reinziehen. Jetzt zerstören wir das Gebiet natürlich. Kurz anhalten. So, wir haben hier eine Kurve rein. Die Kurve geht dort hin. Jawohl. Wie geplant. Halt, also falsch. Gewerbegebiet hin. So. Muss ich Stromleitung nochmal mach ich da weg einfach. Denn. Wo mache ich das mit dem Strom jetzt? Ah, hier ist er schon zusammen. Das ist sehr gut. Okay, das geht nicht. Wie mache ich das jetzt? Okay, das geht auch nicht. Kann man Stromkabel mittlerweile unterirdisch verlegen? Ne, geht auch nicht. Das wäre zu schön. gehen wir daher. Er geht auch nicht. Gehen wir so her. Jawohl, das muss reichen. Denn wenn jetzt hier, ups, da braucht auch noch Wasser. Wenn jetzt hier auch noch Gewerbegebiete entstehen, dann werden die mit der Stromleitung zusammengeschlossen sein. Ja, so wie jetzt. Sehr schön. So, hier brauchen wir eine Buslinie, logischerweise. Bus, Bus, Bus. Welche nehmen wir da? Die gelbe, würde ich sagen. Weil die gelbe, die hat ja schon hier eine
Und nehmen wir die grüne. Die grüne, genau. Die leiten wir daher. Die hält dort an. Und die grüne hält dort an. Sehr schön. Da oben haben wir auch nochmal eine kleine Route. Das ist die blaue Linie. Die fährt einfach so entlang. Sind alle glücklich? Okay, 19 Leute hauen gerade ab. Das ist schlecht. Hier haben wir einen kleinen Stau. Ja, Wohngebiete. Okay, hier geht nichts mehr zum Bauen. Ist alles schon besetzt. Scheiße, aus mit Strom. Okay. Eisenbahn. Eisenbahn rollt. Sehr schön. Jetzt haben wir momentan eine Nachfrage nach Industrie. Ja, geht aber wieder runter, langsam. Gewerbefläche werden auch benötigt. Die können wir da, obwohl da haben wir ja schon Wohngebiete ausgewiesen. Ich würde sagen, machen wir hier nochmal Gewerbegebiet. Obwohl, nächstes Mal anders machen wir so. Dann hier eine Kurve. Ich würde sagen, das ist so angeschlossen ist, weil wir hier eine Verbindung machen, dann haben wir wieder zwei Kreuzungen auf einen Fleck und dann gibt es wieder Verkehrschaos. Also nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ziemlich hoch. Machen wir es so her. So hin und... Na, der lässt mich nicht. Ich will dorthin. Jetzt weiter rüber. Na, egal. Jetzt setzen wir hier einfach ein paar Bäume rein. Ein. Was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Okay, hier könnten wir ein Gewerbe wollte ich hier machen. Hier können wir so ein Gewerbegebiet haben. Haben die Wasser? Jawohl, die haben Wasser, sehr schön. Schaut aus wie Müll. Müllverbrennungsstatus. Mülldeponieauslastung. Okay, schaut eigentlich ganz gut aus. Bis hier oben. Müllverbrennungsanlage, ich bräuchte fast noch eine. Und zwar, was setzen wir die denn? Setzen wir die da hin? Setzen wir dort hin, würde ich sagen. Welche Gebiete haben wir hier? Hier haben wir Bürogebiete. Okay, die sind jetzt nicht so glücklich drüber. Wäre ich auch nicht. Haben wir hier eine Verbindung rüber? Eine Verbindung dort hin. Dann machen wir hier nochmal ein Mini-Industriegebiet. Jetzt erstmal Strom. Den können wir da anschließen. Das können wir wegmachen. Und da nochmal hinsetzen. Jawohl. So gefällt mir das. Obwohl den Strom können wir auch da ersetzen. Das Kabel. Das Kabel. Dann können wir hier auch nochmal Industrie machen. Ha! Genial. Ich würde. Wir haben hier so viel Bürofläche. Und die nochmal weg. Mach hier Industriegebiet hin. Auch wenn es den Leuten nicht passt, aber. Ich mach's einfach. Okay, das geht jetzt nicht. Doch, das geht. Sehr schön. Dann haben wir auch nochmal ein paar Fläche, wo wir für Bürogebäude anbieten können. Ja, auch noch eine kleine Mini-Fläche. Industrie haben wir auch schon. Genügend, würde ich sagen. Das heißt mal ein paar Bäume hier. Hier wachsen oder hier entstehen ja keine Industriegebäude. Haben wir so einen kleinen Grünstrich rein. So, wie schaut's aus?
die Nachbarbäume. Hier im Wasser ein Grünstreifen rennen. So, nehmen wir andere Bäume auch noch dazu. Ein bisschen dunklere. Jawohl. Hier an der Ecke. Sehr schön. Ah, letztes ist mir aufgefallen. Wo war das Gebiet? Hier war das Gebiet, genau. Hier mache ich in der Mitte ein Kiwik rein. Hier connecte ich mal hier hin. Einmal dorthin. Dann ist ja auch schön besetzt. Dann könnte ich. Na, wir bauen mal noch ein Polizei. Ja, solche Details finde ich schön am Städtebau. Geht jetzt mal das Zugkurs. Aber egal. So ein kleiner Fußweg. Bei so einem Bürokomplex. Freuen sich die Leute. Das ist mal schon ein Screenshot. Kurvige Autobahn. Okay. Würde ich sagen, das war's von dieser Folge und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Macht's gut, bis dann, ciao.